Du fragst dich, warum es bei deiner Konkurrenz so viel besser läuft als bei dir. Und das, obwohl du richtig viel auf die Beine stellst und richtig viel machst, du wüsstest gar nicht, was du noch alles machen sollst. Und jetzt merkst du gerade, je mehr du machst, desto schlechter läuft es. Obwohl du jetzt deine Website gelauncht hast, obwohl du noch viel mehr Neukunden anrufst, obwohl du dran bist, deine Mitarbeiter jeden Tag neue Aufgaben zu gehen, obwohl du noch eine Broschüre machst, auch indem sie alles. Und du fragst dich, was soll ich noch machen? Ich habe meine Ziele im Blick und ich stehe sogar auf, obwohl ich im Moment gar keinen Bock habe und ziehe durch. Und ich kann dir sagen, wenn du weiter so durchziehst, kann es sein, dass du direkt durchziehst in die Pleite hinein. Denn es gibt einen Punkt, den 78% aller Unternehmer nicht wissen und darüber wollen wir heute unbedingt hier in dieser Folge sprechen. Und damit erstmal hallo, Silke hier, freue mich, dass du dabei bist. Und ich habe einen Ausspruch, also man kann schon sagen, einen Ruf gehört, einen Ruf, der da wirklich hieß, ich drehe durch, was mache ich nur falsch? Und dieser Ausruf kam von einem meiner Coaching-Teilnehmer, der in der digitalen Beratung gesagt hat, ich kriege einen an der Klatsche. Ich weiß nicht, was los ist. Ich arbeite mir den Arsch ab. Und es wird immer schlimmer. Der Umsatz sinkt. Die Kunden sind unzufrieden. Und jetzt sind auch noch die Mitarbeiter angekränkelt und hoffentlich fällt jetzt nicht die ganze Sippe aus hier, die ganze Belegschaft. So, das heißt, der hatte so das Gefühl, Wasserkragenkante schon überstiegen und was ist denn jetzt zu tun? Und das, was er beschreibt, ist was, was ich im Moment ganz oft höre. Nur das ist ein Symptom. Das ist ja gar nicht der Grund. Und natürlich kommen da manchmal Sachen dazu, wo du denkst, irgendwie ich drehe durch, weil in seinem Fall irgendwie seine Frau ist schwanger mit Zwillingen. Das heißt, jetzt kommt zu dem ökonomischen Druck natürlich auch noch dazu, dass man zu Hause alles in Ordnung haben will und alles schön haben will. Und auf Druck, wo noch mehr Druck drauf fällt, da kannst du dir vorstellen, dass das eine explosive Mischung ist. Das heißt, den Entschluss, den er gefasst hat, ist einfach noch härter dran zu sein, noch mehr zu machen. Und da gibt es ja auch viel, was man machen kann. Heutzutage brauchst du nicht nur Insta machen und YouTube, du kannst auch nur TikTok machen, du kannst Newsletter schreiben, du kannst was kannst du alles machen, du kannst Broschüren verschicken, denen nachtelefonieren, du kannst Webinare geben, du kannst eigentlich also alles machen, was dazu führt, nicht mehr zu schlafen. Das kannst du machen. Also lass doch einfach den Schlaf weg, dann ist alles gelöst. Ich weiß, es ist gar kein Thema, wo man drüber lächeln kann, aber wenn wir nicht drüber lächeln, wird es auch nicht leichter. Also deshalb lass uns mal hinschauen mit viel Energie, was hier eigentlich los ist. Denn wenn es 11:58 ist, ist natürlich von Charisma keine Spur. Ganz im Gegenteil, da sitzt man dann nur noch da wie so ein Häufchen Elend und weiß nicht mehr, was man machen soll. Es gibt, wie gesagt, eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn du auch zu den 78% Unternehmerinnen und Unternehmer gehörst, die das noch nie gehört haben, ist das für dich besonders gefährlich, falls du ein digitales Business hast, weil das noch schnell wächst. Also ein digitales Business oder ein Business in einer schnell wachsenden Branche verschärft dieses Problem noch, aber es gilt für jedes Unternehmen, für jeden Unternehmer. Was ist denn hier passiert? Ich habe in dieser Coaching-Beratung einfach gesehen, dass es ganz klare Ziele gibt, die er sich als Unternehmer, also mein Coaching-Teilnehmer, gesetzt hat. Und die waren ganz klar ausgerichtet auf Anerkennung und auf Reihe 1. Und wie du weißt, bin ich ja ein großer Fan von Reihe 1. Aber noch ein viel größerer Fan bin ich davon, dass das Unternehmen zum Unternehmer passt und nicht andersrum. Und hier ist eine Komponente reingekommen, die super gefährlich ist. Nämlich, dass er Ziele verfolgt hat, die falsch sind. Und das mit sehr viel Energie. Und jetzt schau mal, wenn du in etwas Falsches investierst, wird es ja nicht besser, indem du noch mehr Falsches tust. Richtig? So, das heißt, wenn du noch mehr machst als Unternehmer vom Falschen, wird es immer falscher. Und jetzt sagt unsere Psyche, da kommt noch unser Gehirnkasten dazu, der sagt, ich mache gerne Gewohntes. Ja? Dann lass uns doch mal die Komfortzone nicht verlassen, sondern wir machen immer mehr vom Falschen. Und soll ich dir was sagen? Das machen tatsächlich knapp 80% aller Unternehmer und Unternehmerinnen. Überleg dir das mal.
Und warum? Weil die alle nur so auf einem Bein rumspringen und das ist das Zielebein und die Ziele sind auch noch falsch, also haben sie gar kein Standbein mehr. Was wichtig ist, und das war jetzt bei ihm eine ganz wichtige Sache, ich bin dann mit ihm nochmal reingegangen in seine, was ihm wirklich wichtig ist, in seine Werte. Und da haben wir gesehen, dass er gerade im Stress seine Rolle bedient hat, die Rolle, die auf Anerkennung aus ist, aber nicht das, was er im Charismatyp ist. Und das, worum es ihm wirklich ging, ist eigentlich Sicherheit. Das heißt, das ganze Unternehmen war gar nicht ausgerichtet auf Sicherheit, was sein innerer Wert ist. Den wusste er noch nicht mehr, den hat er vergessen gehabt. Das heißt, was ganz wichtig war, ist jetzt neu, war neu auszurichten auf Sicherheit. Damit haben wir erstmal ganz viele Sachen, die völliger Bullshit sind, weggeschnitten. Die Bullshit sind für jetzt. Für jetzt. Das kann mal ganz relevant sein in 6 Monaten. Aber jetzt ist nicht 6 Monate. Das ist wie beim Laufen lernen. Du kannst nicht den 8. Schritt vorm 1. machen, dann fällst du auf die Nase. Und hier war eben ganz, ganz wichtig, diese Werte, die durcheinander gekommen waren, wieder in Ordnung zu bringen. Also es ist wichtig für sich zu wissen, was der Kernwert ist. Freiheit führt zu einem ganz anderen Kernwert als Sicherheit, ja, zu einer ganz anderen unternehmerischen Strategie, zu ganz anderen Zielen. Das heißt, deine Ziele müssen sich aus den Werten ergeben, nicht andersrum. Und das ist so ein richtig dickes Ding, was viele Unternehmer, muss man belegen, auf einem ganz tönernen Fundament ihr Unternehmen aufbauen. Und gerade in stürmischen Zeiten, in die wir jetzt direkt reinkommen, fällt dir das natürlich auf die Füße. So. Und ich weiß nicht, ob das mit, natürlich hängt das wahrscheinlich mit der jetzigen Zeit zusammen, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, aber natürlich, gemerkt, dass bei uns in der Beratung immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer kommen, die dafür eine Lösung suchen, dass sie sagen, ich bin so erschöpft vom viel Machen, dass ich jetzt Angst habe in diesen sehr stürmischen Zeiten, dass meine Kraft nicht mehr reicht. Und da konnten wir sehr, sehr vielen jetzt schon mal helfen, diese Verwechslung in Ordnung zu bringen und damit eine stabile Strategie hinzulegen. Also eine Strategie, mit der wir jetzt stabil, mit der sie stabil durchkommen und gleichzeitig wachsen können. Das ist eine wichtige Sache. Du kannst überlegen für dich, ob das was ist, wo du sagst, ich glaube, das betrifft mich auch. Das will ich lösen. Wenn das dir gerade durch den Kopf geht, dann hast du die Möglichkeit, dich zu melden, bei mir, bei uns, und dass wir uns auf einen Termin vereinbaren und einfach mal ganz unkompliziert und auch kostenfrei für die erste Runde mal hinschauen, mal beraten, ob bei dir auch so eine Verwechslung vorliegen könnte. Und dann schauen wir mal, ob das eine Variante ist, die dir hilft. Wenn du Fragen hast, bitte melde dich immer, das darfst du immer, du bist willkommen. Und das Wichtige und gerade auch jetzt hier in diesem Zusammenhang mit dieser Folge ist, trau dich, du zu sein. Das ist eine unternehmerische Voraussetzung. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.